Hallo meine Freunde. Hallo meine Freunde. Heute gibt's ein Video zu einem Tee. Spät, aber ich zieh's durch. Hallo meine Freunde. Heute gibt's ein Video zu dem Thema, dass ich fett geworden bin. Vielleicht kannst du das noch reinschneiden. Nee, heute gibt's ein Video zum Thema Nachtleben in Heidelberg. Viele von euch werden mal dort sein, werden jetzt dort sein oder werden dorthin ziehen. Daher ein kleiner Einblick meinerseits. Viel Spaß. Heidelberg ist eine kleine Stadt mit 150.000 Einwohnern. Heidelberg ist sehr reich und Heidelberg ist sehr deutsch. Und ganz genau so ist dort auch das Nachtleben. Was meine ich damit? Unter der Woche könnt ihr es komplett vergessen. Da ist gar nichts los. Und am Wochenende ist manchmal viel los. Die Leute sind aber eher verklemmt. Und nach einem halben Jahr bis einem Jahr kennt man jeden, der dort unterwegs ist. Also der Kosmos ist auch wirklich sehr beschränkt. Was ist denn los? Oder was ist denn los? Was ist denn los mit dir? Ja, daraus resultiert folgende Empfehlung von mir. Für Erasmus ist Heidelberg super. Für einen Bachelor ist es aushaltbar. Aber für 5 bis 6 Jahre, ja, für Beginn bis Master, ist es wirklich zu klein. Der Kosmos ist zu klein und es wird euch irgendwann langweilig werden. Ganz sicher. Die Anzahl der Bars und Clubs, die es in Heidelberg gibt, ist sehr überschaubar. Meine Lieblingsschuppen waren immer das Ziegler samstags und das Boho freitags oder samstags. Und das war's auch schon. Ein drittes fällt mir nicht mal ein. Kleine Sache, die noch erwähnenswert ist, ist das Verhältnis von Frauen zu Männern. Heidelberg hat vergleichsweise viele Frauen und wenig Männer. Vor allem hübsche Frauen gibt es dort sehr viele. Und wenn ihr jetzt eine Frau seid, ist es eher scheiße. Aber wenn ihr ein Mann seid, dann wird es euch dort eher gefallen im ersten halben bis im ersten Jahr. Ja, woran das jetzt liegt, ich denke einfach an der Verteilung der Studiengänge. Dort gibt es viel Lehramt, viel Grundschullehramt, Medizin, Jura, Zahnmedizin, dies, das. Wogegen es in Karlsruhe zum Beispiel mehr Männer gibt, weil es dort die ganzen technischen Studiengänge gibt. Im Endeffekt sage ich mal so, in Heidelberg kann man Spaß haben, man kann auch gut feiern gehen, aber wenn es jemandem auf den Sack geht nach einem Jahr, dann kann ich es sehr gut verstehen und mache auch niemandem einen Vorwurf, der nach dem Bachelor Heidelberg wieder verlässt. In diesem Sinne, Freunde, folgt mir auf Instagram, dann können wir uns privat connecten. Ansonsten abonnieren, liken und bis bald.